Hi, wir sind Lena und Jan von Kaputti. Wir sind Anne und Ann-Christine von Zero Waste Kinder Deutschland. Hi, ich bin Lena und ich betreibe den kleinen YouTube- und Instagram-Kanal Apollo Lena. Ich bin Susi Demir, Beraterin für Nachhaltigkeit und Konsumbewusstsein. Ich bin Lukas vom Verein Sana Mare. Nachhaltige Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür und wie die meisten verbinden wir Weihnachten Zeit mit der Familie, einen geschmückten Baum, guten Essen und natürlich vielen Geschenken. Wir fragen uns, ob das alles überhaupt nachhaltig ist und haben deshalb verschiedene Leute gefragt, die Weihnachten und Nachhaltigkeit zusammenpassen. Weihnachten als Fest der Liebe und nicht als Konsumfest feiern. Die meisten sagen immer, ja, macht kauf Zeit statt Zeug. Unser Geschenktipp lautet Zeit statt Zeug. Verschenk doch mal gemeinsame Momente und Erlebnisse miteinander. Wir haben sowieso schon zu viel Kram zu Hause, aber zu selten Zeit füreinander. Dass ich es bevorzuge, viel Zeit zu schenken oder Erinnerungen zu schenken. Zeit statt Zeug. Einfach mal mehr Zeit miteinander zu verbringen. Nicht darum, noch mehr Dinge anzuhäufen, sondern Zeit mit den Menschen zu verbringen, die du am meisten liebst. Es ist so unfassbar wertvoll, mit Menschen zusammen zu sein. Unser Weihnachtsfest in der Familie sieht dieses Jahr das erste Mal so aus, dass wir gewichtelt haben. Jeder von uns hat einen Namen gezogen und genau dieser Person bringen wir ein wohlüberlegtes Geschenk mit. Tipp Nummer 1. Schenkt euren Kindern Zeit statt Zeug. Oder lasst sie euch schenken. Verbringt eine schöne gemeinsame Zeit zusammen. Tipp Nummer 2. Zeitung statt Geschenkpapier. Oder ihr nehmt einfach Stoffreste, wo ihr euer Geschenk einwickelt oder näht euch daraus einen eigenen Geschenkebeutel. Tipp Nummer 3. Baumschmuck aus Salzteig selber machen. Nehmt einfach Ausstechförmchen des Plätzchens, macht ein kleines Loch rein, lasst sie gut trocknen und schon habt ihr super Salzteiganhänger. Es gibt eine wahnsinnig schöne Technik aus Japan, die heißt Furoshiki. Da kann man zum Beispiel Stoffe, Geschirrtücher selbst bedrucken oder auch kaufen, auch so Halstücher kaufen und darin Geschenke einschlagen. Das sieht wunderhübsch aus und ist nachhaltig. Da kann man das Geschenkpapier dann wiederverwenden. Oder es gibt auch so Beutel, in die man die Geschenke reintut und das kann man dann auch immer und immer wieder verwenden. Mir ist ein wichtiges Thema, gerade wenn es um das Thema Weihnachten geht, das Thema Geschenke. Warum? Irgendwann kommt man ja in das Alter, wo man alt genug ist, um sich alles selber zu kaufen. In dem sind wir auch. Deshalb verschenken wir an Freunde und Familie, an die wir was schenken, immer nur Gutscheine, wo wir was zusammen machen. Mit den Eltern von meinem Freund fahren wir zum Beispiel jedes Jahr ein Wochenende weg. Keiner schenkt einem was, wir gehen da schön essen, geben dafür unser Geld aus. Perfekt, wir verbringen Zeit zusammen, was viel besser ist als jeder Pulli oder jedes Buch, was wir oder mir jemand schenken könnte. Ich glaube, keiner von uns mag unsere Geschwister, Freunde oder Eltern lieber, weil sie uns coole Geschenke machen oder weniger lieb, weil sie uns nicht so coole Geschenke machen. Deswegen würde ich darauf appellieren, einfach mal mehr Zeit miteinander zu verbringen. Vielleicht Ausflüge planen, gemeinsam reden, einfach beisammen sein, Film gucken. Das ist zum einen deutlich schöner und zum anderen auch ein nachhaltigeres Weihnachten. Merry Christmas! Genieß die Zeit mit deinen Liebsten, mit allem und einfach mal ein bisschen runterschleunigen, ein Glühweinchen trinken, die Leute beobachten und die Zeit genießen. Tschüss! Ich wünsche euch ein müllfreies, umweltbewusstes und sehr, sehr fröhliches Weihnachten. Danke fürs Anschauen und viel Freude beim nachhaltigen Fest. Kaputt.de wünscht dir frohe Weihnachten.